Wir sind wieder zurück bei Minecraft Sommerland. Und in der letzten Folge hatten wir hier diesen Turm fertig gebaut und haben auch versucht, eine Treppe reinzubauen, also so eine richtige Treppe, so eine Wendeltreppe. Aber irgendwie hat das nicht so wirklich funktioniert. Wir können ja nochmal reingucken. Wir haben das jetzt mit einer... Wir haben das jetzt mit einer Leiter geregelt, weil das irgendwie... Ja... Das einzig Gescheite war, was wir machen konnten. Warum sind meine Frames gerade wieder so im Eimer? Pass mal auf. Es reicht. So. Guck mal hier. 120 FPS. Das ist der absolute Wahnsinn. Wir spielen jetzt in dieser Folge einfach mal ohne FPS. Ach, ohne FPS, genau. Ohne Shader, so rum. Und ich würde jetzt gerne... ein Boot bauen. Problem ist, dass ich das noch nie gemacht habe. Und das bestimmt nicht einfach wird. Ich guck mal gerade bei uns hinten in der Bootshöhle. Wie wir das da gemacht haben, ob das Boot, ob der erste Block direkt im Wasser ist oder ob der so über dem Wasser schwebt. Warte mal. Wie haben wir das hier gemacht? Gut, das ist natürlich auch eine richtige Galeone hier. Ja, okay. Was ist das da unten eigentlich nochmal? War ich das oder war das einfach nur... Ach, das wurde einfach nur gebaut, um da ein bisschen Licht zu haben. Ja, das brauchen wir jetzt nicht mehr. So, dann machen wir mal weg. Okay, also die Blöcke sind tatsächlich unten im Wasser. Das sieht sogar ohne Shader gar nicht mal so hässlich aus. Ich dachte, das wäre hässlicher irgendwie. Naja. Mit Shader ist es natürlich ein komplett anderes Game, das ist klar. Aber naja, ist ja jetzt auch erstmal wurscht. Solange sich die Frames noch nicht beruhigt haben, müssen wir jetzt erstmal ohne spielen. Jetzt muss ich mal gucken, warte mal. Aus was für einem Holz bauen wir das? Aus Fichtenholz wahrscheinlich am besten. Und diesen dunklen Eichenholzbrettern. Warte mal. Ich fange einfach mal hier an. So. Einfach mal hier so lang gezogen. Vielleicht so. Dann hier hinten so ein Rand. Und dann wieder so, warte mal, zurück. Moment. 1, 2, 3. Und dann hier wieder so zurück. Wobei das dann schon ein ganz schön großes Boot wird. Das wird ein bisschen zu groß, warte mal. Verdammt. Vielleicht machen wir es nur so. Huch. So. Stimmt das einigermaßen? Jo, das sieht gut aus. Wobei das dann auch ziemlich groß wird. Na, wobei, das ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm, warte. Das ist ja nur der Grundriss. Warte. Das ist ja nur der Grundriss, das darf man ja nicht vergessen, ne? Und dann geht man am besten so nach innen, oder? So? Passt das so? Ich weiß es nicht. Ich weiß es noch nicht. Am besten wäre dann eigentlich, wenn man das dann so weiterbaut, ne? Ich mache jetzt einfach mal. Das kann ja nicht mehr wie Scheiße aussehen. Naja, mal gucken. Quasi hier nochmal so ein Rand drumrum. Ich glaube, das Problem bei dem Schiff wird sein, dass es einfach nicht lang genug ist. Was man natürlich noch ändern kann vorne, das ist ja kein Problem. Und dass es hier hinten auf Land liegt, was auch extrem ungeil ist. Warte mal. Der Sand muss weichen, es tut mir leid. So. Das bearbeiten wir dann noch irgendwie. Wie gesagt, das könnte sein, dass es kacke aussieht, weil es halt so... Ne? Naja, mal gucken. Hier hinten ist es vielleicht auch gar nicht mal so schlecht, wenn wir hier noch... Wenn man das vielleicht so baut. Hä? Ach so. So.
Joa. Hm. Gut, hier vielleicht dann so eine Treppe hin. Quasi als Hochstieg. Ne? Hm. Das sieht kacke aus. Müssen wir dann wenn so machen. Wobei wir noch einen Rand bräuchten, ne? Also nochmal sowas hier. Boah, ich bin so schlecht im Boote bauen, ne? Ich habe das auch noch nie gemacht, eigentlich. Und das Boot da hinten habe ich ja größtenteils auch die Jungs bauen lassen. Ich weiß schon warum, Freunde, ich weiß schon warum. Naja, mal gucken. Vielleicht sieht es ja gar nicht mal so schlecht aus. Sieht aus wie ein Fußballstadion. So. Jetzt müssen wir natürlich den Innenraum noch ein bisschen auslegen. Oder wir bauen den einfach hier so zu. Das würde natürlich auch gehen, wobei das wahrscheinlich bescheuert aussieht. Aber zubauen müssen wir es ja sowieso. Also von daher ist egal. Warte. So, da hinten sind wir schon wieder die Ork-Basis. So. Hm. Nee, ich glaube, es muss schon die Höhe hier haben. Das Problem, was ich im Moment noch habe... oder ist das überhaupt kein Problem? Ich, Alter. Ich glaube, es hätte da vorne ein bisschen breiter sein müssen. Also ein bisschen länger. Na egal. Ich baue es jetzt einfach mal zu Ende. Und wenn es nichts aussieht, können wir es ja wegspringen. Irgendwie. So. Ich weiß nicht, eigentlich ist Boote bauen gar nicht so schwer. Ich habe da auch relativ viele Tutorials schon gesehen. Eigentlich geht das. Aber immer wenn ich dann selbst eins bauen will, dann sieht's kacke aus. Weiß nicht, irgendwie ist das dann immer so... Ja. Seht ihr ja selbst. Aber vielleicht müssen wir das tatsächlich noch... Ich gehe mal kurz nochmal da drüben gucken. Ja, das ist halt hier viel, viel höher. Vorne. Ah, wobei, warte mal, das ist hier so... so hochgestuft quasi. Viel höher ist das gar nicht. Es geht halt nur vorne ein bisschen höher. Warte mal. Vielleicht ist das Schiffchen da hinten doch noch nicht verloren. Warte mal, warte mal, warte mal. Vielleicht können wir hier einfach... Ach nee. Oder? Ich probiere es einfach mal. Ich glaube, wir werden vorne nicht drum herum kommen, das noch ein bisschen länger zu machen. Oder? Naja, mal gucken. Ich mach's jetzt einfach mal so.
Pass auf. Wir machen das nach vorne ein bisschen länger. Das geht sonst nicht. Das sieht sonst extrem bescheuert aus. So, warte mal, bis hier. So, warte mal. So würde es natürlich auch gehen. Dann hätten wir zumindest eine Spitze vorne. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Aber nicht mehr, wenn wir so machen. Doch, natürlich. Ist immer noch eine Spitze. Hier vorne dann. Jetzt kommt es schon eher nach einem Boot. Das Ding ist halt, dass wir hinten nicht mehr viel Spielraum haben. Was es aber auch eigentlich gar nicht braucht. Warte mal. Wie gesagt, anderes Material können wir gerne noch machen später. Ich überlege jetzt gerade, ob ich das so... Dann wird es aber, glaube ich, wieder zu sehr... Wobei, eigentlich müsste es so doch, ne? Ja. Meint ihr, es fällt auf, wenn wir es da hinten nicht so breit machen? Eigentlich ja schon, ne? Vor allem steht das dann halt voll nicht mehr auf dem Steg. Das ist dann voll verrutscht alles. Ach, ist doch ärgerlich. Das ist doch ärgerlich, hör mal. Gut, den Steg könnten wir noch einen versetzen, das ist kein Problem. Ich glaube, da werden wir auch nicht drum herum kommen. Da werden wir nicht drum herum kommen. Gut, und das mit dem Steg da hinten, ja, ich weiß, ich glaube, ist nicht so das Problem. Wir sind halt hier eigentlich zwei. Da stimmt doch was nicht. Nee, da stimmt was nicht. Warte mal. Hä? Warte mal, da ist sowas falsch gelaufen hier. Hier? Hier muss das schon rein. Und dann stimmt's. So. Ich wollte gerade sagen, aber. Gut, da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Wir versetzen den Steg ja sowieso noch. Lass ich erstmal frei. So, sieht es denn jetzt nach Boot aus? Ja. Ich weiß nicht, irgendwie... Das hat meine Stimme. Irgendwie sieht es nicht nach Boot aus. Das sieht doch ein bisschen zu groß aus. Ich glaube, wir machen das einfach nochmal weg. Das geht einfach nicht. Das ist viel zu groß alles irgendwie. Ich hätte das viel kleiner bauen müssen. Da habe ich wieder zu sehr... Und zu motiviert habe ich dazu gebaut. Ich baue das nochmal weg. Das ist zu viel. Das kann man sogar mit TNT so ein bisschen wegmachen. Zumindest auf der einen Seite. Auf der anderen zerhauen wir uns wahrscheinlich dann unseren Dings. Unseren Steg. Und das will ich nicht. So war ich hier Stege. Hui. So, hier noch. Und da auch. So. Ja,
ärgerlich. Gut, dann müssen wir uns, glaube ich, doch mit kleineren Fischerbooten irgendwie ne? Oder mit so kleinen Frachtbooten über Wasser halten. Hahaha. Ich glaube, das wird das Gescheiteste sein. Und ich würde einfach mal sagen, wir machen dann weiter in der nächsten Folge. Ich baue das hier eben noch schnell zu Ende ab und dann probieren wir das in der nächsten Folge nochmal komplett neu. Sorry, dass es so jetzt in die Hose gegangen ist quasi, aber naja, da kann man halt irgendwie am Ende dann auch nichts ändern. Das passiert halt mal bei so einem Let's Show-Gebaue irgendwie. Naja, gut, ich mache das hier eben noch schnell fertig und dann hören und sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin.